Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar, kennt ihr diese Ratgeberlisten im Internet? Ich weiß gar nicht genau, wie man die offiziell nennt. Ich nenne die jetzt einfach mal Ratgeberlisten. Die heißen dann zum Beispiel 6 Übungen zum perfekten Sixpack. Oder 5 Tipps, um morgens früher aufzustehen. Oder 10 Möglichkeiten, um mehr Geld zu sparen. Und das Internet ist gefühlt voll davon. Und ich finde, manche Listen sind auch so gut und inspirierend. Und manche Listen, die versprechen sehr viel, können es aber nicht so ganz einhalten. Die sind da nicht so gut. Und ich bin letztens bei Google nochmal über so eine Liste gestolpert. Also ich bin da auf so eine Liste gestoßen. Und ich habe gesehen, die ist von einem christlichen Autoren, den ich kenne. Deshalb habe ich die so angeklickt. Und dann war ich so auf seiner Homepage und habe gesehen, dass er so mehrere solche Listen hat. Und eine Liste, die fand ich so ziemlich interessant, die hieß 25 Fragen, um ein anderer Mensch zu werden. Und die habe ich mir dann mal angeguckt, habe so die Fragen überflogen und eine Frage hat mich dann so voll angesprungen. Also die hat mich so voll angesprochen. Und diese Frage lautete, was wäre, wenn es Gott wirklich gäbe? Was wäre, wenn es Gott wirklich gäbe? Und ich glaube ja, dass es Gott wirklich gibt. Und trotzdem habe ich mich mal auf diese Frage eingelassen und das war für mich ja, voll bereichernd. Das hat mir nochmal so voll die Augen geöffnet für das, was wirklich wichtig ist für mich im Leben. Und ich habe mir gedacht, ich gebe euch jetzt mal so eine kleine Liste mit, und zwar mit meinen 4 Antworten auf diese Frage. Und zwar habe ich die genannt, halt so eine Liste, meine 4 Antworten auf die Frage, was ist, wenn es Gott wirklich gibt? Und ich starte direkt mit Antwort 1, die lautet: Wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich ein Leben führen, das ihm gefällt. Wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich ein Leben führen, das ihm gefällt. Ich glaube, oft leben wir Menschen so sehr für andere. Also uns ist so wichtig, wie andere über uns denken. Wir wollen anderen gefallen. Wir hoffen oder erhoffen uns Lob und Anerkennung für andere. Aber ich glaube, wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich doch viel lieber für ihn leben. Dann ist es mir doch viel wichtiger, was er über mich denkt. Und dann möchte ich, dass mein Leben ihm gefällt. Und dazu gehört für mich auch, dass ich Gott auch mal ganz konkret frage, okay Gott, wie denkst du über den und den Bereich in meinem Leben? Bin ich da noch in der richtigen Spur? Oder Gott, was sagst du generell zum Fokus in meinem Leben? Und für mich gehört auch dazu, dass wenn Gott mir dann zeigt, okay Marvin, da stimmt was nicht so ganz, dass ich dann auch ja, bereit bin, das zu ändern, weil ich ja ein Leben führen möchte, was Gott gefällt. Okay, dann kommen wir direkt zu Antwort 2. Also meine Antwort 2. Wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich seinen Willen für mein Leben herausfinden. Wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich seinen Willen für mein Leben herausfinden. Ich glaube, dass wir so im Leben mit vielen Erwartungen konfrontiert sind. Also es können sein, vielleicht Erwartungen so von der Gesellschaft, oder von Medien oder vielleicht von Eltern und Freunden. Das können aber auch eigene Erwartungen sein, die man an sich selber hat. Oder eigene Träume, Ziele, Hoffnungen. Und das kann sich beziehen, zum Beispiel, was möchte ich für einen Schulabschluss machen? Was möchte ich für einen Beruf erlernen? Wie stelle ich mir meine Familienplanung später vor? Will ich Karriere machen? Das kann sich aber auch beziehen, so Erwartungen halt, wie möchte ich aussehen? Und ich glaube aber, wenn es Gott wirklich gibt, dann richtet sich so mein Blick weg von diesen Erwartungen, vielleicht von anderen an mich oder von mir selber an mich, hin zu Gott. Und ich stelle Gott die Frage, okay Gott, was hast du denn für Pläne für mich und für mein Leben? Und auch diese Frage, stimmen deine Pläne, wenn es dich wirklich gibt, denn mit meinen überein? Stimmen sie überein mit diesen Erwartungen, mit diesen Hoffnungen, mit diesen Zielen? Oder stimmen sie vielleicht nicht damit überein? Und ich glaube, wenn es Gott wirklich gibt, dann hat er wirklich so den besten Plan für uns. Und dann möchte ich gerne ja, herausfinden, was ist denn sein Wille für mein Leben? Genau, wir kommen zu Antwort 3 auf die Frage, was ist, wenn es Gott wirklich gibt? Wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich viel Zeit mit ihm verbringen. Gott stellt sich uns in der Bibel als ein Gott vor, der uns liebt, der Beziehung mit uns haben möchte,
der Kontakt zu uns aufnimmt. Er stellt sich vor als ein Gott, zu dem wir Kontakt aufnehmen können und als ein Gott, dessen Gegenwart uns gut tut. Und ich glaube, wenn es diesen Gott, so wie er sich vorstellt, wirklich gibt, dann will ich viel Zeit mit ihm verbringen, einfach weil es sich lohnt. Und ich glaube, man verbringt im Leben schon so viel Zeit auch mit Dingen, die einem gar nicht so wichtig sind. Wenn es Gott wirklich gibt, dann ist das so wichtig, dann will ich Zeit mit ihm verbringen. Jetzt kommt noch Antwort Nummer 4. Wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich, dass alle Menschen davon erfahren. Wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich, dass alle Menschen davon erfahren. Ich glaube, wenn es diesen Gott wirklich gibt, der das Universum erschaffen hat, der die Erde erschaffen hat, der uns Menschen erschaffen hat, der mich erschaffen hat und der uns auch liebt, und dann weiß ich, okay, jemand kennt diesen Gott noch nicht, jemand hat noch nie was von ihm gehört oder jemand glaubt nicht an ihn, dann möchte ich doch gerne, dass er davon erfährt und auch diesen Gott kennenlernt. Okay, das waren jetzt meine 4 Antworten auf die Frage, was ist, wenn es Gott wirklich gibt? Und diese Antworten, die haben mir nochmal so richtig vor Augen geführt, was wirklich wichtig ist für mein Leben. Was ist mir wirklich wichtig und was ist mir vielleicht nicht so wichtig? Und weil ich ja aber glaube, dass es Gott wirklich gibt, stellt sich für mich jetzt die entscheidende Frage, lebe ich auch meine Antworten? Also diese Antworten, die ich gefunden habe für mich auf diese Frage, lebe ich die jetzt auch tatsächlich? Und das kann man dann auch nochmal durchgehen. Also wenn ich jetzt sage, okay, meine erste Antwort war, wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich ein Leben führen, das ihm gefällt. Das kann ich jetzt überprüfen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich glaube ja, dass es Gott wirklich gibt, aber lebe ich ein Leben, das ihm wirklich gefällt? Fragezeichen. Oder die zweite Antwort von mir war, wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich seinen Willen für mein Leben herausfinden. Jetzt kann ich wieder sagen, okay, ich glaube ja, dass es Gott wirklich gibt. Bin ich denn dabei, seinen Willen für mein Leben herauszufinden? Frage ich Gott, wie... Was ist dein Wille für mein ganzes Leben? Was ist dein Wille für kleine Bereiche? Bin ich so im Dialog mit ihm so, Gott, wie denkst du darüber? Bin ich doch in der richtigen Spur? Die dritte Antwort war, wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich viel Zeit mit ihm verbringen. Jetzt kann ich wieder sagen, okay, ich glaube ja, dass es Gott wirklich gibt. Verbringe ich viel Zeit mit ihm? Fragezeichen. Was bedeutet viel? Möchte ich gerne mehr Zeit mit ihm verbringen? Oder verbringe ich auch viel Zeit mit Dingen, die gar nicht so wichtig sind? Und dann war das vierte, wenn es Gott wirklich gibt, dann will ich, dass alle Menschen davon erfahren. Jetzt wieder, ich glaube ja, dass es Gott wirklich gibt, aber trage ich dazu bei, dass Menschen von Gott erfahren? Ich selber habe von Gott erfahren oder bin zum Glauben gekommen durch andere Menschen. Vielleicht möchte Gott ja auch mich benutzen, damit andere Menschen ihn kennenlernen. Und ja, stelle ich mich Gott dafür zur Verfügung? Bin ich offen dafür, dass Gott durch mich wirkt? Und ich will dich einfach einladen, dass du dir auch mal diese Frage stellst. Was wäre, wenn es Gott wirklich gibt? Und ich will dich auch einladen, schreib dir mal deine Antworten dazu auf. Was wäre, wenn es Gott wirklich gibt? Und dann, wenn du diese Antworten aufgeschrieben hast, dann guck mal, lebe ich auch diese Antworten? Diese Antworten, die ich aufgeschrieben habe, sind die Wirklichkeit in meinem Leben. Probier das gerne mal aus, lass dich auf diese Frage ein und für mich war das halt voll bereichernd, dass mir das einfach nochmal richtig gezeigt hat, was ist wirklich wichtig und was will ich auch? Ne, was will ich von meinem Leben? Stell dir einfach mal diese Frage, was wäre, wenn es Gott wirklich gäbe? Viel Spaß dabei. Ciao.